Ich bin immer in Halbliegeposition gefahren, dass ich mit der Schulter unter der Gürtellinie war und mit dem Kopf hinter der B-Säule. Und an der B-Säule lief auch der Bügel, also vor meinem Kopf. Und wenn das Auto eingeschlagen ist, ist es meistens, hat sich in der Luft schon so weit gedreht, dass es auf den Dachkanten oder richtig flach auf dem Dach eingeschlagen ist. Und dann war das Knautschzone. Da flog zwar die Frontscheibe weg, aber es hat abgepolstert. Man hatte zwar den ganzen Dreck auf dem Schoß, was da reingekommen ist und wie auch immer, aber ich habe das nur gemacht, ich sag mal, einmal mit VW-Bulli oder mit solchen Sachen, wo man einen Kastenaufbau hat und dann hinten Ladefläche, ein relativ kurzes Führerhaus, dass es das nicht verschiebt. Da habe ich dann Käfig rein und da wird der Überschlag auch her. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Carsten Arndt und ich komme übrigens aus dem schönen Bad Segeberg im Norden Deutschlands. Warum erzähle ich das jetzt? Weil diese Folge auch eine kleine Reise in meine Heimat ist, denn mein heutiger Gast ist Peter Hick. Und der ist von Beruf Stuntman gewesen und in dieser Funktion hat er sich lange Jahre bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg vom Pferd, vom Felsen oder der Kutsche fallen lassen. Er ist brennend über die Bühne gelaufen oder war regelmäßig in die eine oder andere Schlägerei im Saloon verwickelt. Aber nicht nur da war er unterwegs, sondern zum Beispiel auch in der Schwarzwaldklinik. Wenn da also der Jaguar der Gräfin mal wieder in den Gegenverkehr gekommen ist und sich danach x-mal überschlagen hat, dann saß Peter Hick am Steuer und hat gehofft, dass der Wagen einigermaßen hält. Das Tolle an ihm ist aber, dass er außenrum eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen hat, die ihr bei Interesse auch in seiner neuen Biografie Peter Hick, Stuntman, Winnetou und Störtebeker nachlesen könnt. Denn er ist nicht nur in der DDR aufgewachsen und eigentlich nur durch Zufall für den Film entdeckt worden, er ist nach einem missglückten Fluchtversuch auch im Gefängnis gelandet, dann vom Westen freigekauft worden, hat dieses und jenes gemacht und irgendwie ein anderes Schmerzempfinden als unser eins, habe ich das Gefühl. Eines hat er sich aber zum Glück behalten und das ist diese tiefe Stimme, mit der er mir sein Leben erzählt hat. Und das möchte ich euch jetzt nicht länger vorenthalten, denn das ist wirklich einmalig. Eine Folge, in der es mal nicht nur ums Auto geht, die mich aber auch nach dreimal Anhören immer noch gefesselt hat und ich bin mir sicher, euch wird es genauso gehen. Viel Spaß also mit meinem heutigen Gast, Peter Hick. Herr Hick, jetzt müssen wir mal ganz weit zurückgehen. Sie sind im Osten aufgewachsen. Ja. Und waren eigentlich in einem Thema beschäftigt, was auch wieder ganz wichtig geworden ist, Erdöl. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen, was haben Sie da gemacht? Ich habe bei Erdöl angefangen als Schlosser und dann kam so ganz schnell der Chef und sagt, Peter, wenn du als Schlosser hier weiterarbeitest, musst du warten, bis die Leute vor dir wegsterben, dass du, ja, ich sag mal, in der Treppenleiter nach oben steigst. Geh doch nochmal auf die Schule und lerne ein bisschen Geologie und dieses und jenes. Und da habe ich dann so, weil man schon einen Facharbeiter hatte, sehr konzentriert praktisch einen zweiten Facharbeiter gemacht und eine Ausbildung als Schichtführer. Und damit war man finanztechnologisch dann sehr viel besser ausgestattet. Aber Sie hatten tatsächlich eigentlich im Osten immer so ein Problem, dass Ihr Bruder im Westen gewohnt hat. Und damit waren Sie immer ausgeschlossen von bestimmten Berufen oder von bestimmten Reisen oder sowas. Das war im Osten so. Es war ja nicht nur, gut, es waren Halbgeschwister. Also mein Halbbruder lebt in Hamburg. Der Bruder meiner Mutter lebt in Hamburg. Die Schwester meiner Mutter lebt in Hamburg. Okay. Und das war eben, ja, ich sag das mal für die DDR, immer so ein Punkt, der könnte im Westen bleiben. Aha. Man war nicht Reisekader, wie man das im Osten sagte. So, also Sie haben im Osten dann nach Erdöl- oder Erdgasvorkommen gesucht? Ja, aber das waren zwei Großbetriebe und das war von staatlicher Seite ganz offiziell, hat die DDR ja nach Öl und Gas gebohrt, wie die Russen und die Rumänen und alle anderen auch. Mhm. Das war nichts irgendwie Besonderes. So, haben Sie jeden Tag gesagt, Mensch, das ist jetzt mein Leben und eigentlich wäre Film viel toller? Nee, ich war immer mit den Berufen, die ich eigentlich hatte, habe ich alle immer gern gemacht. Ich habe auch vorher gern als Schlosser und Schweißer gearbeitet. Mir hat schon ein paar Erdöl gefallen, aber es kamen immer irgendwelche Dinge dazwischen, die einen dann, wenn man so will, eine andere Entscheidung abgefordert haben. Also ich sag mal, ausschlaggebend war sicherlich, dass die TEFA einen Film bei uns drehte. Mhm. Ich die Fachberatung bei Erdöl machte, weil unsere Bohranlage zu diesem Zeitpunkt stillgelegt war und die da in Ruhe drehen konnten. Und ich dann da, ja,
über die Fachberatung, wenn man so will, den Hauptdarsteller, also damals Winiklatzjeder, gedubelt habe. Aber das war im ersten Moment nicht ausschlaggebend, weil der Produktionsleiter sagte nach Ende der Produktion, also Peter, wenn du mal zum Film willst, solche Typen wie dich können wir gebrauchen, hier ist meine Adresse, Visitenkarten, wie wir es eben ausgedacht haben, gab es da nicht. Mal eben auf einen Zettel geschrieben und eine Telefonnummer und eine Adresse. Und erst nach 2 Jahre später, da wurden die Erdölquellen verstaatlicht im Irak und ich war einer der jüngsten Schichtführer, hieß es, Peter, stell dir mal eine Jugendbrigade zusammen, wir leisten sozialistische Hilfe im Irak. Okay. Und da habe ich mir eben Leute zusammengesucht und dann durften alle fahren und ich eben nicht, weil ich einen Puder im Westen hatte. So, und da war für mich, das Team zusammenstellen. Ja, ich durfte das Team zusammenstellen, aber dann kam die Überprüfung der Namen und Personen. Und da war für mich dann, ich sag, also es ist das 5. Mal, okay Jungs, dann bin ich zur TEFA gefahren und der hat mich wiedererkannt und gesagt, ja, du kannst sofort bei uns anfangen, so und so und so. Am Wochenende geht ein Flieger nach Samarkand, da trainieren wir Ulzana. Und dann sage ich, was soll ich da machen? Ja, reiten, vom Pferd fallen und, und. Da sage ich, ich saß noch nie im Leben auf dem Pferd. Und ich bin noch in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis. So, und da sagt er, ja, da warten wir zurück, du kündigst und so weiter. Und dann mache ich dich mit den Stuntleuten bekannt, mit dem Chef und da kannst du anfangen. So, okay. Und dann habe ich bei Erdöl gekündigt und die haben mich nicht gehen lassen. Haben gesagt, nee. Und dann hat der Direktor irgendwann, ich sag mal, ich habe ein halbes Jahr damit trainiert und was auch immer, hat dann einen Brief geschrieben, im Rahmen eines sozialistischen Filmvorhabens ist es wichtig, dass der Kollege Hick freigestellt wird. Und da durfte ich rückwirkend kündigen und habe dann bei der TEFA angefangen. Okay. Erzählen Sie doch mal, wie die auf Sie aufmerksam geworden sind, weil Sie haben da immer schon so waghalsige Abstiege vom Bohrturm unternommen, glaube ich. Nein, das war ja nicht, das stammt ja nicht von mir. Das guckt man sich ja auch nur von irgendeinem Halbverrückten ab. nein, der Weg nach unten, wenn man oben allein im Turm arbeitet, als sogenannter Turmsteiger, das ist eben, ich sag mal, 27 Meter Leiter. So, und das ist die Frühstückspause halb vorbei, wenn man unten ist, weil man muss ja auch dann wieder hoch, wenn die anderen gehen 6 Meter nach oben und der andere muss eben, ich sag mal, 27 Meter nach oben. Und da sind wir, hat der Schichtführer eben unten das Bohrgestänge stehen lassen und dann ist man übers Geländer geklettert, hat die 1,50 überbrückt bis zum Bohrgestänge und dann ist man im Prinzip wie die Feuerwehr, die aus der ersten Etage kommt, an so ein Rutschrohr praktisch nach unten gerutscht. Aber 27 Meter. 27 Meter. Muss man auch Bock drauf haben. Ja gut, wie auch immer. Aber es ging eben schnell. So, und da sagte eben die Regie, sag mal Peter, wie macht ihr das? Weil im Film war eine Einstellung, der Glatzjeder ist da oben und arbeitet da allein und sieht dann seine Freundin als Lehrerin mit einer Schulklasse auf die Bohranlage kommen. Also Aufnahme von oben. Und dann, ja, wie kommt der da schnell runter? Und da habe ich ihm das gesagt, das ist zwar gegen die Arbeitsschutzvorschriften, das ist auch im Film wieder rausgeschnitten worden. Ach Quatsch. Ja, ja, weil es gegen die Arbeitsschutzvorschriften ist. Und da habe ich das gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, du bist Winne, ich wusste gar nicht, was das ist. Selbe Jacke, selbe Schachtkappe. Und wenn du dann unten bist, dann guckst du nicht in die Kamera, sondern gehst geradeaus, da durch die Tür und verschwindest da und dann ist gut. So, und dann das kriegst du das natürlich bezahlt. Und die haben mir das bezahlt mit, ich sag mal, einer Kaskade. Das waren damals, war das so ein Gradmesser, ich sag mal, 200 Mark Ost für einmal runterrutschen. Und das war schon bedeutsam. Und sagten, ja, wir müssten das nochmal machen. Und da habe ich was verkehrt gemacht. Und dann sagten die, nein, nein, aber wir drehen das immer zweimal zur Sicherheit und so weiter. Beim zweiten Mal kam ich in so eine Spiralform. Das gefiel dem Regisseur noch besser. Können wir das nochmal haben? So, ich bezahle das natürlich nochmal. Ja, und da bin ich, ich sag mal, dreimal von dem Turm gerutscht und hatte 600 Mark verdient. Da hat eine, ich sag mal, alte Frau im Osten dafür lange gestrickt und das war ein Monatslohn eigentlich. So, okay. Nicht bei Erdöl, aber es war so, ich glaube so bei 560 Mark war so der Durchschnittslohn damals im Osten allgemein. Ja, und dann 3-4 Tage später war wieder eine Situation, wie er nach unten auf den Bohrplatz kommen sollte. Und da habe ich das immer so gemacht, ich habe ein Spielseil genommen, habe Anlauf genommen und habe mich
nach draußen gependelt, dann die 6 Meter durchfallen lassen und dann stand ich eben unten auf dem Platz. So. Da sagte dann Winiglaseter, ja, das könnte ich glaube selber. Und da sage ich, ja, aber du musst dich durchfallen lassen, darfst erst unten bremsen, sonst pendelst du zurück und in das ganze Eisen rein mit den Rücken. Und das würde dann etwas schmerzhaft sein. Ja, und so war es dann auch. Also dubelte ich das wieder 2-3 Mal und hatte dann jetzt schon, ich sag mal, 1200 verdient. Und das war natürlich dann in der neuen Berufsentscheidung schon, ich sag das mal so mit Ausschlag geben, dass man sagt, ja, da verdient man auch Geld. Ja. So, und den Leuten hat's gefallen und das war eben die Aussage von dem Produktionsleiter, also wenn du mal zum Film willst, dann meldest du dich bei mir, solche Typen wie dich können wir gebrauchen. So, und dann kommen wir jetzt wieder zurück, Jahre später haben sie sich da gemeldet und mussten reiten und vom Pferd fallen. Was ja jetzt auch nicht in ihrem Leben bis jetzt vorgekommen war. Richtig. Und der damalige Chef der Kaskadeure, die Kaskadeurgruppe der DEFA, war beim ersten Indianerfilm Söhne der großen Bärin. Die haben sie in Jugoslawien den Film gedreht. Mhm. Und da haben sich die Kaskadeure auf das Pferd gesetzt und sind nach Italien geritten und waren alle weg. Sind geflüchtet? Die sind geflüchtet. Okay, und Kaskadeure, warte, ist das DDR-Wort für Stuntman gewesen? Für Stuntman, ne? Genau, ja. Vermied Amerikanismen. Mhm. So, und da war der französische Ausdruck Kaskadeur. Die Franzosen benutzen das ja auch. Les Cascades und sowas alles. Mhm. Und also die Kaskadeure. So. Und das war Willy Zander auch aus Bad Segeberg. Mhm. Jetzt. Damals Potsdam, Stahnsdorf. Und der war 2-mal DDR-Meister im Militär gewesen. Und zu denen haben sie gesagt, Herr Zander, Sie bauen mal eine neue Kaskadeurgruppe auf. Mit Reiten vom Pferd fallen, dieses, jenes und so weiter und so fort. Und bei dem bin ich eben gelandet und er konnte hervorragend reiten. Mhm. Und da habe ich in Hardcore-Zeiten eben reiten gelernt. Das war schon nicht unschmerzhaft. Davon gehe ich aus. Und ich bin am ersten Tag bei dem gewesen und sage, wir reiten heute Abend, machen wir einen Nachtritt. Der Nachtritt war dann 3-4 Stunden. Du nimmst das Pferd, du reitest als Letzter, weil das Pferd hält alleine an. Wenn die vorne loslaufen, läuft das auch mit los. Du musst nur draufbleiben. So. Aber hinterher war mein Hintern blutig. So. Und die nächsten 14 Tage, ich habe mir den immer dann mit Kinderwasser Nullöl eingecremt. Meine Hosen waren immer voller Öl. Die Jeans waren hinten als Fettfleck. Und wenn wir einen Kaffee trinken gegangen sind, habe ich immer gesagt, haben Sie mal ein neues Deutschland für mich, damit das Fett nicht durchschlägt auf Ihre Stühle. Und habe immer die Zeitung untergelegt. Okay. Wie überwindet man sich eigentlich? Also Sie schreiben in Ihrem Buch tatsächlich ganz am Ende, dass Sie anscheinend ein anderes Schmerzempfinden als andere Menschen haben. Ich habe also bei vielen Seiten sehr gezuckt, allein vom Lesen. Ich scheine in die andere Richtung Schmerzempfinden zu haben. Bei Ihnen ist das nicht so ausgeprägt, habe ich das Gefühl. Also weiß ich nicht. Es tut eben nicht unbedingt so weh. Oder man hat nicht, man sagt, da ist was, aber nicht, dass man dann, ich sag mal, ich kann das nur so sagen. Ich weiß nicht, ich bin mal als 5-6-Jähriger bin ich mal vom Dach gesprungen, habe meinen Fuß gebrochen, die Familie war nicht da und dann irgendwann haben sie gemerkt, dass ich gehumpelt bin und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, zum Arzt. Da haben sie geröntgt, haben gesagt, ja, ist gebrochen, Gipsbein. Oder ich habe gedreht irgendeinen Stunt, nicht irgendeinen, Sascha hingedubelt, war in Hamburg und mir brach eine Fußraste ab bei einem Crash mit dem Motorrad in einen Benz rein. Und eigentlich ein einfacher Stunt, schon mehrfach gemacht, also man steigt auf dem Motorrad um, man dreht das zweimal, dreht die Anfahrt extra und dann dreht man praktisch den Crash extra. Und da hatte ich zu dem Zweck, hatte ich Fußrasten oben neben der Sitzbank, richtig stabile, optisch stabile. Bis dato hatte ich mir die immer gebaut und dann war ich mal in so einen Shopperladen und sagte, die sehen ja toll und stabil aus. Und habe die gekauft und habe die auch verwendet. Also und hinter dem Mercedes macht man sich so aus Pappkartons, 5 cm Schaumstoffmatte, dann ein bisschen Molton drüber, dass das alles zusammenbleibt und bindet das zusammen. Und da hat man dann, ich sag mal, so eine Länge von, ich sag mal, 10 Meter, 3 Meter breit. Fallpolster, wenn man über dem BKW geschossen kommt und dann, dass man weich landet. Okay. So, und ich bin vom Crash, will abspringen und da bricht die Fußraste weg. Oh. So, von meinem Sprungbein, vom linken Bein. Und das war eine Schopper mit einem relativ hohen Lenker und da bin ich eben nicht über den Lenker gekommen, sondern habe mir die Kniescheiben eben um den Lenker gewickelt und
bin dann im Krankenhaus gelandet, weil Notarzt war da und sagte, soweit erstmal alles in Ordnung. Hat gesagt, haben die Gefühle? Ja, alles gut. Und dann zum Röntgen St. Georg. Und dann kommt der Arzt und sagt, Entschuldigung, Sie haben mal die Kniescheibe gebrochen gehabt. Sag ich, wie? Ja, die Röntgenaufnahme sagt, Sie haben Ihre Kniescheibe ist 5-mal gebrochen. Und dann sage ich, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, nie gemerkt. Vielleicht bin ich meine Zeit gehumpelt oder mal hingefallen oder irgendwas. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wann das passiert ist. Okay. So, und das sind ja dann so Sachen, so über dazu. Schmerzempfinden, wo man dann möglicherweise sagt, das ist irgendwo an einem vorbeigegangen. Das ist nicht ganz normal. Ich weiß nicht, ob das nur eine Besonderheit ist. Also die ersten Fallversuche vom Pferd haben Sie wahrscheinlich dann auch nicht gemerkt. Doch, natürlich habe ich mir gemerkt. Wir haben gesehen, Glorreichen 7 gab es in der DDR mal. Und da haben wir uns angeguckt und das haben sie, glaube ich, mit Steve McQueen gedreht, der da als Messerwerfer tätig war und der wollte oder ist im Galopp auf dem Pferd aufgestiegen. Mhm. Das fanden wir toll, hatten wir bis dato alle nicht gemacht. Jetzt sage ich, das trainieren wir. Und zudem stellte ich, wir hatten so einen langen Schlackeweg am Pferdestall da vorbei, darin, dass wir in den Koppeln gingen. Und das Pferd in Richtung Stall gestellt, dass es alleine läuft. Und ja, dann im Angefangen nicht in den richtigen Rhythmus gekommen, nicht aufs Pferd gekommen. Es war alles unpassend. Und dann biegt das Pferd nach Winkel 90 Grad in Richtung Stall ab. Und das war spätestens der Moment, wo ich loslassen musste und bin natürlich mit einem riesen Bauchklatscher, ein schwarzer Hochofenschlacke gelandet, mit der der Weg belegt war und habe mir natürlich die Hände und die Knie und was immer alles schön aufgerissen und wie auch immer. Und dann haben wir es aber auf der Koppel an der Longe probiert. Also einer hat das Pferd longiert und wie heute voltigieren, wie die Leute da aufsteigen und so weiter, dass man einen Rhythmus findet, dass man weiß, wie es geht und so weiter. Und das haben wir, das ging dann gut. Wir reden über das Jahr oder Anfang der 70er, Ende 60er, Anfang 70er, oder? Wo das wir reden ging? Über das Jahr, ich sag mal 72 oder so, habe ich dabei angefangen. Ja. Okay, das war wahrscheinlich eine Zeit, wo das Indianerfilme, glaube ich, also relativ angesagt waren. Also das war im Osten, ja, war ja. Indianerfilme angesagt. Man wollte ein Pendant zu den Western schaffen. Mhm. Und da war eben, in der DDR waren eben die Indianer die Guten, die indigenen Völker waren die Unterdrückten. Und es gab natürlich ein paar Weiße, die haben denen geholfen. Aber es gab auch die ganz bösen Weißen, die sie vom Land vertrieben haben und was auch immer. Sie aus dem Westen kamen. Ja. So, und das waren so die gefragten Stunts, logischerweise Reiterstunts. Messerwerfen haben Sie trainiert? Ja, man hat mit der Bullenpeitsche gearbeitet, Messerwerfen, man hat sich mit dem Lasso beschäftigt, Schlägereien, Abstürze, Autos waren im Osten nicht gefragt, weil das war nicht zu vermitteln, dass ein Auto, auf das man 8 oder 12 Jahre gewartet hat, dann verschrottet wird. Genau das. So, und da wurde eben dann, ich sag mal, da ist ein Unfall, das Auto fährt gegen Baum. Also hat man mit Werkstätten telefoniert, wo ein Auto steht, das gegen Baum gefahren war, ob das passend ist, ja, alles klar. Dann hat man ein Stück Anfahrt gemacht mit quietschenden Bremsen. Dann hat man mit dem gleichfarbigen Auto mit der gleichen Ausführung und dann hat man eben den Unfallwagen am Baum gestellt, hat ein bisschen Rauch oder was auch immer gemacht und ein Crash unter oder Crashgeräusche untergelegt und dann war das im Bild so und das war dann der Unfall. Also sozialistisch verträglich. Sozialistisch verträglich, sozusagen. Genau. Ich glaube, man hätte auch nicht gerne Autostunts mit dem Trabi gemacht oder sowas. Ne? Also wenn das nicht wirklich, nee. Die Knautschzone war nicht berauschend, ja. So medium. Aber die hatten ja auch noch einen Wartburg und einen Lada und Polski Fiat und solche Autos, die Blech waren. Ja. Da hätte man sowas schon fahren können, aber das war einfach nicht vermittelbar. Ja, gab es da schon erste Versuche? Oder mit dem Motorrad ist ja zum Beispiel auch Zweirad, war ja vielleicht was, was erreichbarer war im Osten. Hat man damit schon Stunts gemacht? Ja, aber da im Osten auch nicht. Auch nicht. Also auch nicht. Motorisiert war immer. Motorisierung war nicht gecrashed. So viel. Wir waren viel mit historischen Filmen beschäftigt. Okay, so, also auch, ich sag mal, Bauernkrieg, Indianerfilm und solche Sachen. Gab auch mal den modernen Krimi. Da war ja höchstens die böse bundesdeutsche Polizei, ich weiß noch, Mord im Märkischen Viertel.
irgendwie so eine Demo, wo dann die Polizei alle niedergeknüppelt hat und so etwas. Und ja, solche Dinge eben. Sie sind dann irgendwann als Kaskadeur, Sie haben dann nochmal den Beruf gewechselt und sind eigentlich Richtung, na, nicht Militär. Ich war einfach beim Militär. Ja. Und bin dann praktisch versetzt worden bei der Jägerleittechnik. Und die DDR hat ihren, ich glaube, es war der zweite Bunker, sogenannte atomsichere Bunker mit Eigenversorgung, der so 4 Etagen in die Erde gebaut wurde. Und wir sollten dieses Jägerleitsystem, das von den Russen kam, in riesen Anhängern installiert war, transportabel, fest in diesen Bunker einbauen. Und da haben wir ein sehr schickes Leben geführt, weil wir hatten Stacheldrahtzaun, es gab keine Posten. Wir sind zum Feierabend in den Wald gegangen oder am Nachmittag schon, haben schon einer zum Pilzesuchen geschickt und waren da, haben einen schönen Sommer verbracht. Und da ist da Ihr Gedanke gereift, in den Westen zu flüchten? Oder ist das? Nee, das hat sich so aufgestaut über die Jahre, dass eben es immer wieder eskalierte. War auch beim Militär so. Ich wollte zur See fahren, habe mich mal in Rostock beworben, bei der Hochseefischerei. Weil ich dachte, na, Handelsmarine wirst du sowieso nicht genommen, aber Hochseefischerei, die blieben ja immer auf See, die wurden dann zwar oft zurückgeflogen und man landete irgendwo und kam eine zweite Mannschaft, die haben ja immer so große Trawler rausgeschickt und dann haben wieder ein anderes Schiff die Ware übernommen haben und die Schiffe blieben praktisch das ganze Jahr auf See. Die kamen dann manchmal nach einem Dreivierteljahr oder anderthalb Jahren zurück, wurden dann regeneriert. So, aber da dachte ich, ich habe eine Chance. Und da sagten die mir, sie sollten erstmal was für den Staat tun, bevor der Staat in sie Vertrauen setzt, dass sie da. So. Und da hatte ich mich zu den Fallschirmjägern gemeldet vor 6 Jahren und dachte, ja, das könnte ganz spannend sein. Und dann hatte ich Einberufungsmusterung und da liest er meine Karte, Akte der Offizier und sagte ihm, nee, dafür kommen Sie nicht in Frage. Das geht nicht, das ist moralisch nicht zu verantworten. Stellen Sie vor, Sie haben einen Bruder in Hamburg und Sie werden losgeschickt, um die Hafenanlage da zu sprengen oder irgendwas zu machen. Da kommen Sie in moralische Konflikte und das Risiko gehen wir nicht ein. Aber Sie sollten sich 3 Jahre verpflichten. Und da haben Sie mir mehrere Sachen vorgeschlagen und damals baute die DDR das erste Verkehrsflugzeug düsenbetrieben und wurde in Dresden gebaut und da war unter anderem immer auch, dass sie sagten, ja, bei der Luftwaffe als Mechaniker bei Triebwerk Zelle und da dachte ich auch, das ist vielleicht ganz spannend, wenn du deine Ausbildung hast, richtig an einen Düsenjet und dann kannst du dich vielleicht, wenn du mit der Armee fertig bist, dort bewerben und dort als Mechaniker arbeiten. Und das ist eben auch nicht dazu gekommen, weil ich habe mich gemeldet nach der Grundausbildung, marschierte über einen Flugplatz und hatte meinen Spind noch nicht richtig eingeräumt und da hieß es schon, Hick zum Kompaniechef. Und dann saß der auch vor meiner Kaderakte und sagte, nee, also Sie nehme ich nicht. Sie bleiben ja nicht hier. Da stehe ich mit einem Bein im Gefängnis und Sie auch, wenn Sie aus Versehen einen Schlüssel vergessen und Sie sind alle nummeriert und immer das Werkzeug zu überprüfen, wenn Sie den in dem Triebwerk liegen lassen, dann kann das Sabotage sein und kann das sein packen Sie Ihre Sachen und gehen zurück. Und da haben sie mich dann auf die Unteroffizierschule geschickt für Radartechnik, wenn man so will. Und dachte ich, naja, ist vielleicht dann Fernsehmechaniker auch noch eine, da lernst du was, wie auch immer, und habe das dann gemacht. So, aber so. Es waren immer diese Etagen dazwischen, diese Prägs, wo die Verwandtschaft im Westen im ausschlaggebend dafür war, dass sie den nächsten Schritt irgendwo, dass man den nicht machen konnte. Mhm. So, und das war eben auch dann in der Familie meine. Also die Schwester meines Bruders, die lebte im Osten, war in der Partei, was auch immer, und der hatte Silberhochzeit und sie wollte ihn in Hamburg besuchen. Wir hatten zu dritt einen Antrag gestellt, meine alte Dame, meine Schwester und ich. Man kriegte dann 24 Stunden vorher Bescheid, dass man fahren darf oder nicht. Und da war es eben so, meine alte Dame als Rentnerin, die durfte fahren. Meine Schwester kriegte dann draußen vor der Polizei einen Heulkrampf, weil sie nicht fahren durfte. Und da bin ich dann nochmal rein und habe gesagt, ich würde für sie bürgen und wie auch immer. Und da sagte er, nee, das haben wir so beschlossen. Und zur Sicherheit ihrer Schwester und unserer Sicherheit darf die nicht fahren. Und da habe ich mich ins Auto gesetzt und habe gesagt, okay, dann fahre ich jetzt in die Bezirksverwaltung nach Cottbus und werde da im
nicht Innenministerium oder Ministerium für Inneres oder Stelle für Inneres zuständig und melde mich. Bin da angekommen und da wussten die schon, dass ich komme. Die Meldung war schon durchgegeben und da war eine sehr nette Dame, eine Frau Majorin im Kostüm. Und die hörte sich alles an und sagt, okay, Heik, kommen Sie in einer Stunde wieder, ich lasse das überprüfen. Und dann sagte sie mir eben genau das Gleiche. Dann sage ich, okay, dann fahre ich jetzt nach Berlin und werde einmal da vorstellig. Und da sagt sie, das würde ich mir an Ihrer Stelle ersparen. Das wird nicht gut sein für Ihren weiteren Lebensweg. Das ist ganz simpel. Sie stellen dort einen Antrag auf Ausreise. Die Bearbeitungsdauer ist mindestens 14 Tage. Da ist die Silberhochzeit Ihres Bruders ist vorbei. Und gibt es keine Begründung mehr, dass Sie fahren. Und da war alles umsonst. Hm. Und da bin ich aus der Tür gegangen und habe gesagt, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, dann haue ich noch am besten ab. So. Jetzt, bei der DEFA war es auch nochmal so. Ich habe also kam Regisseur Eckermann, der hatte Wege übers Land gemacht, war Nationalpreisträger. Wir haben damals in Karl-Marx-Stadt gedreht und er kam extra von Berlin und sagte, Peter, ich habe einen Film mit drei Stuntsequenzen, so Traumsequenzen. Kannst du mir die schreiben und umsetzen und dann realisieren? Und dann habe ich ihm das so und so vorgeschlagen, habe da was geschrieben, ja. Und der Film sollte 60% in Schweden gedreht werden. Alle durften fahren, ich durfte nicht fahren. Und das sind dann so, summiert sich dann so eine Entscheidung, dass man sagt, nee, jetzt hast du die Schnauze voll, jetzt versuchst du abzuhauen. Aber gab es da also schon so Möglichkeiten? Ich meine, Sie hatten ja die Kollegen, die über die Grenze geritten sind. Also ja, das war aber eben in Jugoslawien. So, und wir haben dann, mein Freund Wilfried Zander, der Chefkaskadeur, bei dem wohnte ich dann. Der hat mir, ich habe erst im Pferdestall geschlafen. Und dann war seine Freundin, die sagte, wir haben doch da noch in unserer, wir hatten so eine Art Villa, eine kleine, aber sehr schick und kann sich doch wieder ausbauen. Und da habe ich dann so ein Apartment gehabt, unten war Dusche, oben drüber großes Zimmer und eine kleine Küche so. Das war sehr schick, habe ich da mir nicht zurecht gemacht und habe da gewohnt und die wollten beide auch in den Westen. Da haben wir eben versucht, nach Wegen zu suchen, entweder beim Drehen, also in Boltenhagen, und war eben überall dann in Boltenhagen, Lübecker Bucht, man konnte Lübeck nachts sehen. Ja, da fuhren abends die Panzerspähwachen mit großen Scheinwerfern auf Rampen, ja. Und die Streifen von der NVA sind mit Kalaschnikow durch die Strandkörbe gegangen und haben geguckt, ob da Pärchen sind oder irgendwas, haben die alle verscheucht, wer da war. Mhm. Und im Zweifelsfall ist man da auch irgendwie festgesetzt worden, nicht? So, und so ging das eben weiter, dass wir immer geguckt haben, könnte man da. Und Willi wusste, wurde ein Kanalisationssystem gebaut aus den Wiesen bis in den Teldo-Kanal, also quer unter Teldo durch, unter der Stadt. Und den haben wir dann aufgerollt, den Schacht freigelegt. Und ich bin immer nachts dann mit Zeitabständen und auch Tage gewartet, weil man wusste immer nicht, hat einen jemand gesehen oder ist da irgendwo was bemerkt worden. Hab einen Weg gesucht bis zur Grenze, also bis zum Teldo-Kanal. Der Teldo-Kanal war, ja, ich sag mal, Grenzkanal. Die eine Seite war Westen, die andere Seite war Osten. Mhm. Und hab das dann noch geschafft, aber der war dann von zugemauert mit Eisenbahnschienen. Und zwar doppelt, war so wie eine Art Klärgrube dazwischen. Und da haben wir säge Versuche gemacht, wie lange brauchen wir, um eine Eisenbahnschiene zu zersägen und wie lange brauchen wir das, lohnt sich das und können wir das machen mit einem Schweißgerät oder was auch immer. Aber oben drüber ging der Grenzstreifen und da liefen eben immer die, ich sag mal, Streifen. Links und rechts waren auch Türme und dann kam es eben ein Ereignis, das wurde Grenzalarm ausgelöst und wir hatten einen Kumpel, der schlief direkt an der, hatte ein Zimmer, ein Dachgeschoss, direkt an der Grenze, da konnte man in die Grenze reingucken. Und da müssen die unten irgendwo entweder Selbstschusseinrichtungen in dieser Klärgrube gehabt haben. Ja. Jedenfalls hat eine Ratte irgendwo so eine Explosion ausgelöst und dann sind die da rein und haben eine tote Ratte und dann war der Grenzalarm vorbei. Aber wir haben gemerkt, da hängt noch mehr dran. Ja. So, und haben dann gesagt, nee, wir sollten nach einem anderen Weg suchen. Naja, in der Konsequenz, weil habe ich dann gesagt, weißt du, wir zu zweit oder zu dritt und Willi wollte unbedingt seine Pferde mitnehmen. Da habe ich gesagt, ich versuche im Westen dann zu gucken, wo man gut an die Grenze rankommt
Und dann versuchst du durchzubrechen und ich besorge mir eine Maschinenpistole und gebe dir Feuerschutz, wie man sich das so im Film funktioniert. Ja, also war alles das, ja. No, aber es hat eben alles nicht so funktioniert. Aber Sie haben es trotzdem alleine geschafft. Nee, hat sich noch einer mit angehängt. Und dann sind wir zu zweit, weil ich wusste in Bulgarien, dass die keine in den Rotoben keinerlei Grenzbefestigung haben. Die haben einfach nur so Sandstreifen, okay, wo die patrouillieren und sehen meinetwegen 6 Meter breit. Da sind eben Fußspuren, so, und dann immer mit Hund. Ja. Das aber dann im Winter, und Minen und solche Dinge haben die verlegt, weil die Rotoben sind Karstgebirge. Mhm. Also es geht immer sehr steil nach oben, wieder steil nach unten, und dann haben die sehr oft in die Hanglagen mit der Planierhaube, ich sag mal, Wege reingezogen. Mhm. Und da sind die Streifenposten gelaufen, und wenn die Minen da gehabt hätten, das war so na, mindestens 1500, 1800 Meter hoch, so Schneegebiet, wenn im Frühjahr Schneeschmelze gewesen wäre, hätten die sich ihre Minen auf ihre eigenen Sicherheitsstreifen hätten spülen lassen, okay, und solche Dinge. Okay, ja. Und da ist man da, wenn man nicht einer Streife in die Arme lief, hatte man die Chance, eben ganz gut in den Westen zu kommen. War natürlich auch die Grenze nicht so bewacht, wie sie in Berlin bewacht war oder zwischen der Bundesrepublik und der DDR und so etwas. Also das Risiko war da schon deutlich geringer. Und das haben sie ja versucht? Also versucht, aber sind dann eben erwischt worden, weil wir sind gut über die Schutzstreifen gekommen, weil eben es sehr gut war, weil ich sag mal, wenn hier so Hanglage ist, nicht, mhm, und hier ist der Schutzstreifen, und wenn man hier abgesprungen ist, konnte man die 6 Meter in die Hanglage, die darunter war, überspringen. Und da hatte, okay, man hier keine Spuren hinterlassen. Ja. Aber wir hörten immer Hubschraubergeräusche, wussten aber nicht, weil so leichte Schneetreiben war, das Wetter war da nicht gut, was das zu bedeuten hat. Und dann, als sie uns festgenommen haben, wurde uns eben gesagt, aus Plovdiv, das war eine größere Stadt, die war so 80 Kilometer weg. Da sind 4 zu lebenslanger Haft Verurteilte eben ausgebrochen. Und da hat man die Westgrenze nach Griechenland und zur Türkei hat man zugemacht, hat zusätzliche Posten mit Hubschraubern im Hochgebirge abgesetzt. Okay. Und so einen Posten sind wir in die Arme gelaufen. Wir haben dann eine Stunde mindestens gelegen. Das war nur noch ein Schneefeld zwischen uns, und da gab es einen Berg, der war so 2.500, 2.700 war hoch, der Goljam Perelik hieß der, und das war so ein Orientierungsberg für uns. Und wenn man an dem vorbei war, war man in Griechenland. Und das Schneefeld lag jungfräulich vor uns, es rührte sich nichts und nichts und nichts. Da haben wir gesagt, okay, geh mal los, mhm, weil da eigentlich auch keine Posten mehr gewesen wären. Mhm. Und wir laufen vielleicht 50 Meter und auf einmal ziehen hinter uns die Maschinenpistole durch und stehen bleiben, und ja, dann waren wir festgesetzt. Ja. Ja, also dann wussten Sie, jetzt dann heißt es Gefängnis. Dann sind wir in ein Geländewagen mit Vorhängeschloss, sind wir da aus dieser Grenzstadt nach Sofia gebracht worden, zur Stasi. Dort wurde man behandelt, eben klar, weil zuerst hatte ich alles abgestritten. Ich bin ich war der Anführer, nach dem Motto, ja. Und als wurde ich vernommen, habe ich erst alles abgestritten. Wir hatten noch nichts dabei, was irgendwie verdächtig war. Wir haben gesagt, wir haben uns im Schneetreiben einfach verlaufen. Und da. Verdächtig wäre gewesen, Kompass und irgendwelche Kompasskarte, Überlebenssachen. Ja, okay. Und ich sag mal, noch 3 Zeugnisse und was, ja, auch immer und. Ja, okay. Sowas hatten wir alles nicht bei, und da abgestritten, und dann in der Hoffnung, dass wir die Chance kriegen, nochmal einen Versuch zu starten. Und da sagte der Offizier, also mit Dolmetscher, hatten einen Dolmetscher, das dauerte alles ewig, bis da ein Deutscher kam, der das übersetzte, war ein Lehrer von der Oberstufe, und dachte dann, also sie wären nicht mehr in Freiheit, sie wären ihren praktisch Staatssicherheitsorganen übergeben, und die entscheiden dann, was mit ihm passiert. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, dann möchte ich Geständnis ablegen, also wollte versuchen abzuhauen. Ich wollte nicht auf Mitleidsbasis verleumden und dann vielleicht Gerichtsprozess hätte man sowieso bekommen, dass man rauskommt mit Auflagen und solche Dinge, wo man beständig überwacht wird, und das, mhm, wollte ich nicht. Ich wollte klare Linie fahren, sagen, dann Ausreiseantrag in die Bundesrepublik und so weiter und so fort.
Naja, und dann würde man aber auch gleich so behandelt, wie wenn man schon abgeurteilt ist. Also es würden einem alle persönlichen Gegenstände, die Klamotten abgenommen, es wurde ein Glatze geschoren. Und die Haftbedingungen waren da schon ziemlich unterirdisch in Bulgarien. Ja, und dann kam irgendwann der Staatssicherheitsdienst, so nach 3 Wochen. Und dann fragte der eben, wer weiß denn von Ihrer Flucht? Und dann sagte ich, ja, mein Bruder. Und dann sagte, okay, wie heißt der? Wie wohnt der? Und als ich dann sagte, Hamburg, riss er mir die Zigarette, die er mir gegeben hat, aus dem Mund. Sie, Mistschwein, drückte auf den Knopf und dann ging ich wieder in die Zelle. Es war praktisch für sie ein Fauxpas, dass der Westen, praktisch, weil ich hatte meinen Bruder gesagt, getroffen in Polen. Mein Bruder, der Chefmonteur im Westen war, von einer Firma, die Marktführer war, Stahlkonservierungsmaschinen, der in der ganzen Welt irgendwelche Maschinen, auch viel im Ostblock und in Russland, überall aufstellen konnte. Das war ja auch praktisch so die Geschichte ein bisschen meiner Schwester. Der durfte überall hinfahren im Ostblock. Hm. Der hatte uns besucht im Osten. Und jetzt, wenn mal dagegen Besuch, dass sie mal sah, wie lebt denn ihr Bruder oder so, das konnte sie nicht gucken. Okay. Und das hat sie natürlich unendlich genervt. Ja. Und dann hatte ich getroffen und dass ich in dieser Zeit abhaue und wenn ich mich bis dahin nicht melde, bin ich schon wieder gefangen genommen worden, mir ist was passiert und dann soll er bitte beim Innenministerium Anzeige ausstatten und sagen, das und das ist passiert und. Und da war die DDR-Behörde sich natürlich darüber im Klaren, dass der Westen schon Bescheid wusste, bevor sie nur alles ganz genau wussten oder wie auch immer. Und da sind wir dann noch deutlich länger da geblieben, also wir waren dann nach 3 Wochen wären wir praktisch in die DDR wieder geschafft worden. Und das passiert dann erst nach 9 Wochen. Und da waren die Haftbedingungen eben, ja, ziemlich scheiße. Das war, eine Zelle 61 breit, auf 50 Zentimeter konnte man, ich sag mal, stehen, war so ein Podest reingebaut und eine Strohschütte drauf lag. Und da hatte man 2 Decken, alles war verfilzt und verlaust. Essen war so schlecht, ich habe in den 9 Wochen 25 Pfund abgenommen, ohne mich zu bewegen. Tag und Nacht hatte man eine Lampe im Gesicht, ein Fenster oder irgendwo eine Belüftung gab es nicht, das war der Flur. Und wenn man nach draußen geführt wurde auf Toilette, um sich frisches Wasser zu holen zum Trinken, waren die Jalousien und es brannte immer Kunstlicht. Man wusste, hatte keine Zeiteinteilung, man wusste nicht, in welcher Zeit man lebt und so weiter und so fort. Okay, krass. Und nur einfach vom Essen in den 9 Wochen war ich 2-mal auf Toilette. Mir hat der Körper nicht mehr ausgespuckt. So. Unglaublich. Und da war dann im Prinzip die Gefängniszeit bei der Stasi im Osten. Das war dann wieder schwenkt in das bessere Hotel. Da gab es richtige Bettwäsche, da gab es ein Betten, eine Toilette, ein Waschbecken und man hat genug zu essen bekommen und so weiter. Und Sie sind dann quasi gekauft worden? Ich bin dann freigekauft worden, wurde praktisch Haft geprüft und man stellte 2-mal Anträge, aber die waren alle, ich sage mal, wie inoffiziell. Es gab keinen vorgedruckten Antrag, den man schreiben konnte. Man ging dann praktisch auf die Ketten und gab, ich sage mal, jeden Monat einen Brief ab, Antrag auf Ausreise. Mhm. Und das wurde nicht mal bestätigt. Und dann heißt es aber eben irgendwann Transport und die wurden immer, die Strafgefangenen gesammelt. In Karl-Marx-Stadt gab es ein spezielles Gefängnis. Und dann war ausgehandelt von Rechtsanwalt Vogel und Stange Vogel aus dem Osten, der Stange aus dem Westen, wer eben die Ausreise kriegt. Mhm. Und da kam eben ein Luxusliner aus dem Westen in den Knast. Der stand dann drin mit einer Ostnummer, Haufen Stasi-Leute. Und dann ist man in diesen Bus gesetzt worden und wurde von der Staatssicherheit begleitet und der Polizei bis zur Grenze. Dann ist der Busfahrer von der Stasi und der Bewacher oder so ausgestiegen. Wir hatten die Ansage, ihr redet nicht, ihr singt nicht, weil solange ihr auf Territorium der DDR seid, kann sich das alles verändern und rückgängig gemacht werden. Und dann war nur Fahrerwechsel. Dann ist man ohne Kontrolle durch die Grenzanlagen gefahren. Und dann stand irgendwann 10 Kilometer auf dem ersten Parkplatz dahinter, stand das Deutsche Rote Kreuz. Und da gab es dann was zu essen, Beutel mit Früchten und ein bisschen Kosmetik, eine Zahnbürste, Zahncreme. Ja, und solche Dinge eben. Okay. Da bin ich um den Bus rumgegangen und dann hatte ich da auf einmal
Gießen war Kennzeichen. Da bist du im Busfahrer gegangen, sagen Sie mal, wir haben doch höchstens 10 Sekunden angehalten, Fahrerwechsel. Oder 30 Sekunden. Ja, wir müssen nicht Kennzeichen wechseln, wir drücken da auf den Knopf und da haben wir die anderen Nummernschilder dran. Ach Quatsch. Ja, wie bei James Bond. Vorher waren das DDR-Kennzeichen. Wo war das DDR-Kennzeichen? Okay. Da hatten wir Gießener dran. So, dann waren Sie frei. Sozusagen. Da war ich im Westen, ja. Waren Sie im Westen. Die erste Station war wahrscheinlich Ihr Bruder in Hamburg. Nee, erstmal war Gießen. Mhm. Aber da war ich nur eine Nacht und da wurde man von... da war der amerikanische Geheimdienst und der BND. Und der BND hat, zum Amerikaner bin ich gegangen, die wollten nichts wissen. Und mit den BND-Menschen habe ich gefragt, ob ich denn jetzt hier mit erzählen. Und nee, das können wir auch später machen. Wenn Sie sich melden, hier haben Sie eine Adresse, dass wir Sie nicht suchen müssen, dann verabreden wir uns und so weiter. Und dann konnte ich gleich, ich habe eine Fahrkarte gekriegt und durfte nach Hamburg fahren. Haben Sie überlegt, gleich wieder zum Film zu gehen? Ja, schon, aber ich bin erstmal in Hamburg angekommen. Mein Freund Wilfried spielte schon bei Karmai. Da standen gleich am nächsten Tag Winnetou, Willi, wie auch immer und haben... Guten Tag gesagt. Am nächsten oder übernächsten Tag bin ich nach Karmai gefahren, habe mir einen Golf gemietet, habe mir Karmai angeguckt. Dann bin ich losgegangen irgendwann ins Studio Hamburg und wollte mich bewerben, hatte aber nichts als einen Entlassungsschein. Keinerlei Unterlagen, keinerlei Papiere, keinerlei Reputation in irgendeiner Form. Dann haben die gesagt, da können wir nichts für Sie tun. Das Arbeitsamt wollte mir einen netten Schlosserbetrieb. Da um die Ecke, wo ich kriegte sehr schnell damals eine Wohnung, bin ich da hingegangen und da konnte man kein Geld verdienen. Keine Überstunden machen, nichts. Und da habe ich gesagt, ich kümmere mich alleine und bin dann wieder bei Erdöl gelandet. Und habe ein Jahr bei Erdöl gearbeitet und habe mich in der Zeit, weil da auch Rhythmus gearbeitet wurde, man arbeitet meinetwegen 14 Tage, hat dann 6 Tage frei und dann konnte man sich immer gut kümmern. Mhm. Und habe dann den ersten Job gekriegt in Sirksdorf. Westernstadt haben wir da so eine Vorführung gemacht. Ach, hier im Hansapark. Im Hansapark, genau. Okay, Alter, also da konnten Sie Ihrem alten Beruf da wieder so ein bisschen nachgehen, zumindest. Das war übrigens 1976, oder? Das war 1976 bin ich raus, 77 im Sommer. Also, war ein Jahr bei Erdöl. Ja. Dann war dann der Job in Aussicht. Verlängert, der dann aber geplatzt ist, weil war das, was der als Management abgesprochen hatte, war falsch. Es sollten angeblich 45 Aufführung oder Show sein und dann waren es nur 5. Oh, okay. Ja. So, und da hatte ich erstmal einen Durchhänger und dann habe ich aber relativ schnell einen Kinofilm gekriegt, so nach 3 Monaten bei Hagboom und dann ging das aber, ich sag mal, sehr rasant nach oben. Und Hag Bohm, ja, ein ganz etablierter Regisseur, heute noch ein großer damals, Name. Ja. Und damals ja auch schon, da ging es auch los mit Autostunts, oder? Das war eine Anfahrgeschichte, die ich da drehte, eine Hauptdarsteller-Dubelte und dann fragte der mich danach, was machst du in der nächsten Zeit? Sag ich, nichts, okay, dann bist du verpflichtet und du holst dir einmal morgen ein Drehbuch oder fragte irgendwie, jedenfalls kriegte ich ein Drehbuch und machte dann gleich alle Sachen, die in dem Film vorkamen. So, und dann kam gleich eine Serie vom NDR, 4 Folgen, PS-Geschichten ums Auto. Es kam jedenfalls eine Geschichte nach der anderen. Es hat sich sehr schnell rumgesprochen. Dann gab es einen sehr tollen Artikel für mich in der Welt durch über die PS-Geschichten im Auto. Treten wir so mit 30 Motorrädern in Darmstadt und ich machte praktisch die Stunt-Koordination. Und du bist immer nur die schwere Maschine und das andere war so, es war ein Anführer mit einer Harley und er hatte so junge Leute, die so 80 bis 100 Kubikzentimeter Maschinen fuhren, so ein ganzer Pulk und er war so nach feinem Haus, aber ja, leicht rechten Schuss und was auch immer und ja, dass die Jugendlichen so ein bisschen alle vom Weg, da veranstaltete da zwar viel Mutproben mit Motorrädern in der Kiesgrube, aber sie machten eben auch Randale. So, und da war dann ein Artikel und ich weiß noch, wir treten in der Innenstadt von Darmstadt, Fußgängerzone mit 30 Motorrädern und da eben eine ganze Menge Sachen eingebaut. Und da
erregte irgendwie Aufsehen und da kam die Welt am Sonntag und machte einen großen Artikel von einer halben Seite und er hatte die Überschrift, ein Stuntman aus dem Osten dreht wie Hollywood oder so ähnlich. Da hat der Produktionsleiter eben gesagt, was ihm besonders wäre. Und da sagte er, ja, er hat ihm einmal aus dem Osten und wie der jeden Tag vorbereitet zum Dreh kommt mit Storyboard und Kameraeinstellungen macht und allen sagt, was zu tun ist. Ich hätte ihm so viel Geld gespart. Und daraufhin klingelte Nissan an und sagte, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. So bin ich dann zu Nissan gekommen. Aber es ging ihm aufwärts. Wieso haben Sie so anders gearbeitet als die Stuntmen, die schon in Deutschland unterwegs waren? Ich weiß das nicht, weil wir hatten im Osten ein paar Sachen gelernt. Also zum Beispiel, ich musste, 6 Wochen arbeiten als Kameraassistent. Und dann fragt man eine Optik, für was die gut ist und für was das ist, was das für eine Einstellung ist, was ist ein Achssprung, was sind Anschlüsse, dieses und jenes. Und dazu hat sich im Westen dafür hat sich im Westen keiner mit den Stuntleuten Zeit genommen. So, und als ich kam, die hatten auch kein Equipment. Die hatten ein paar Polster. Ich habe mir dann meine ersten, damals gab es ja auch noch nicht so für Rollerblades und sowas alles, diese ganzen Plastikgeschichten, die es heute gab. Ja. So habe mir die dann aus Glasfasermatte, so und da habe ich mir Schienbeinschützer und Ellbogenschützer und alles eben, geformt und gemacht und die selber gebaut, dass man eben verletzungsfrei, dann hat man sich für viele Sachen interessiert, so dass man, auf einen Stand irgendwo kommt, wie macht, als ich in den Westen kam, die haben keine Autoüberschläge gefahren, da haben wir sich Franzosen geholt, Engländer geholt und die haben das dann gemacht. So, in Deutschland nicht. Aber Sie sind aus der DDR gekommen, wo Sie jetzt auch schnelle Autos eigentlich nicht gewohnt waren, Autoüberschläge auch nie gemacht hatten. Ja, genau. Aber wie war das, als Sie das erste Mal Westautos gefahren sind? Nein, ich hatte ja ein Auto im Osten. Weil nicht so, es war nur kein schnelles. Ja, genau. So, aber Geschwindigkeit war auch begrenzt und das Material war auch alles kostbar. Also er hat einen völlig anderen Blick aufs Auto. Und mir hat schon auch 5-mal wehgetan, wenn man neue Autos im Prinzip verschrottet hat, die man von einer Firma, Schwarzwaldklinik, 7. Folge, Heidelinde Weiß stirbt. Und das Ganze drehen wir mit Nissan 300 ZX, der 8000 Kilometer auf der Uhr hatte. Okay, gleich also, die High-End-Version. Nein, das war ein sogenanntes Homologationsfahrzeug, also mit denen wurden die Tests gefahren. Der war noch gar nicht auf dem Markt. Ich hatte 3 Stück auf dem Hof zu stehen, wo es hieß von Nissan, Peter, die müssen bis zum Herbst verschrottet sein, medienwirksam, also wenn es geht, gute Serien, gute Folgen. Und da habe ich ihm eins dafür genommen und weil das war die Frau von Professor Brinkmann, sie durfte nicht an den Unfall schuld sein, also kommt ein Motorradfahrer auf ihrer Spur, sie hat eine Linkskurve, er wird aus der Kurve getragen, fährt im Prinzip frontal auf sie zu und sie weicht aus. So, und rettet ihm so das Leben, aber selber verunglückt sie tödlich, weil sie Abflug hatte und sich überschlagen hat. So, und da hat mir das schon manchmal wehgetan, dass man solche Autos so einfach zerlegt. Das finde ich aber interessant, weil man hört das natürlich öfter, dass natürlich immer fast neue Autos die Testwagen sind und keine Fahrgestellnummer haben, verschrottet werden. Aber das ist natürlich eine mega Idee, das Stuntleuten zur Verfügung zu stellen, die das dann im Film, Film verschrotten. Das hat jetzt auch bei Hermann Joa haben sie 6 Autos vom Hof gefahren, alle Vormodelle von BMW. Ja. Gut, die haben die Hälfte wiedergekriegt, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Mit Abtransport nach Polen höchstwahrscheinlich. Aber auch Vormodelle, die dann nicht verkauft werden. Ja, okay. Weil zu viel geschraubt worden ist, von wegen Betriebsgarantien. Und Nissan war das zu teuer. Die haben praktisch diese Autos dann im Normalfall unter die Schrottpresse gefahren, haben vorher Rahmen und Motornummer rausgeschnitten, haben den Pressvorgang fotografiert und haben im Prinzip in der Zigarrenkiste das Auto transporttechnologisch nach Japan zurückgeschafft. So, sind da durch Zollgeschichten entgangen und so weiter und so fort. Und da haben die gesagt eben, okay, bevor der in die Presse geht, einmal von Film einsetzen. Was ja eigentlich ganz schlau ist, weil man hat dann gleich dieses Product Placement, wird ja heute auch schon wieder nicht mehr gehen. Ne? Da geht es ja auch wieder nur schlecht. Schwierig geworden, höchstens noch beim Kinofilm, glaube ich. Aber. Ja, das stimmt. Oder steht oben links Dauerwerbesendung. Genau. Bei Hart Boom hatten sie auch so eine Geschichte, wo sie auf dem Motorrad saßen und wo es da ein bisschen Stress mit ihm gab, weil er immer mehr gefordert hat, glaube ich, oder? In dem ersten Film.
Nee, das war nicht Hagbogen. Okay. Ja. Ich hatte mal mit dem Motorrad nur einmal Stress. Das war mit einem Kinofilm in Berlin mit Isabella Gianni, mit einer Sechszylinder Honda, wo da war ein polnischer Regisseur, Zulaski hieß der, und er sollte schneller und schneller sein, aber das war das, genau. Ja. War auch für mich kein Problem, weil ich war damals dann so weit etabliert, dass ich sagen konnte, und da gab es noch einen deutschen Produktionsleiter, und der französische Produktionsleiter war auch auf meiner Seite, weil der Regisseur war abgedreht. Ja, und Sie mussten nicht nur die gefährlichen Autoszenen dubeln, sondern auch die Bettszenen, glaube ich, ne? Das hat er Nein, das, deswegen haben wir uns überworfen. Also das war so eine etwas... ja, für mich hässliche Geschichte, dass sie es mit ihrem Mann nicht einverstanden hat, irgendwo in der U-Bahn eine Schleimgeburt, und baut sich dann aus dieser Schleimgeburt einen Mann zusammen, und in der Endkonsequenz, als der Mann fertig ist, hat sie ihren Ehemann nochmal nachgebaut. So, und die zwei Männer machen einen Endfight, wer dann übrig bleibt und was auch immer. Und aber da war dann schon zur Hälfte Mann und die andere Hälfte noch Schleimgeburt. Und dann hat der Regisseur beschlossen, dass ich doch, und er beglückt sie eben, sie ist im Bad und von hinten, und wir haben mit ihr gesprochen, ja, das macht sie mit mir. Und ich komme beim Italiener zum Essen, und dann sagte Peter, du hast Sex mit Isabelle. Ist damit einverstanden. Ich habe gesagt, nee, irgendwie verwechselt ihr den Beruf, das werde ich nicht machen. Und da war ich eben bei ihm durch. Okay. Weil ich mich nicht der Kunst geopfert habe. Also, was man da erlebt. Wie ist denn das sonst eigentlich, wenn Sie da zum Film kommen? Ich meine, Sie haben ja wirklich Wahnsinnsnamen gedoubelt. Lernt man die alle kennen oder spricht man mit denen? Übt man da noch so die Bewegung von denen, oder ist es einfach nur, man kommt hin, setzt sich ins Auto, macht seinen Stunt und geht wieder? Nein, es ist auch in vielen Fragen. Einmal hat mich meine Frau, ich musste im fünften Stock oder irgendwo in so eine Fassadenkletterei steigt Günter Fitzmann. So, und er klettert eben von einem Balkon, läuft dann über einen Sims am Haus, so wie das in Hamburg in, ich sag mal, Eppendorf, die Villen, Rote Baumchaussee und ja. So in der Richtung, wie sie da stehen, und Mittelweg. Und dann klettert er auf den anderen Balkon, rutscht dazwischen mal ab und dieses und jenes, aber hält sich am Geländer fest und kommt im Heil an. Und dann sagte meine Frau, nee, du bist nicht Günter Fitzmann, du bist Peter Hecht, du läufst da rüber, und Günter Fitzmann bewegt sich nicht so. Der hat da ein bisschen mehr die Hosen voll und ist unsicherer. Naja, und solche Korrekturen, aber die Regie hat es nicht, aber meine Frau, und da habe ich sie eben anders gemacht. Das macht man natürlich auch, aber das sind die körperlichen Geschichten, oder man fällt aus dem Fenster oder über den Balkon oder was auch immer. Bei den Autogeschichten ist das immer relativ einfach, weil die Scheiben werden verdunkelt, man sieht nicht, wer drin sitzt. Das ist schon dann, wenn man weiß, wie alles geht und bereitet sich vor, hat auch immer noch natürlich zwei, drei Leute mit, die einem in der Vorbereitung helfen. Und ja. Okay. Wir waren vorhin beim ersten Überschlag, wo Sie gefragt wurden, machst du auch Überschläge? Und Sie gesagt haben, klar mache ich das. Da haben Sie es aber noch nie gemacht vorher, oder? Doch, probiert. Ah, tatsächlich. Also Ich habe das dann schon probiert, aber natürlich noch nicht technisch mir da Ausrüstung und sowas alles. Hatte mir aus Holz eine Rampe gebaut, hatte mir eine Schrottkarre besorgt und einen Bügel reingebaut und dieses und jenes. Und das habe ich dann ganz schnell dann, und da kam aus Berlin ein Anruf, wo ich mit einem Kollegen, der Pyrotechnik machte, eben beschäftigt war, und sagt, Peter, kannst du das machen? Da ist kurzfristig jemand, der kann nicht, wollten es Wochen Ausländer haben und so weiter. Mhm. Und da sage ich, ja klar, ja, dann kommen sofort her und fahren den Autoüberschlag. Ja, und da bin ich nach Berlin gefahren und habe den Autoüberschlag gefahren mit dem Mercedes. Und das hat sich natürlich auch in der Branche, spricht sich das dann relativ schnell rum. So, und dann wollen die Produktionen immer solche Leute wieder haben, die es schon gemacht haben. Mhm. Da geht es nicht, wir haben halt die beste Anzeige im Kais oder wo auch immer, im Film ABC, was es damals noch gab und was auch immer, sondern die Produktion weiß, sie läuft ja wieder auseinander. Bei uns hat der und der das gemacht und das hat gut funktioniert. Mhm. So, und dann kommt da ein Auftrag nach dem anderen. Ist ja auch ein irres Geld eigentlich, ne? Also damals, ja, wenn man noch so auf Celluloid dreht und so, also da kostet ja jede Sekunde richtig Geld. Und dann hatten Sie natürlich immer noch die Erfahrung, das Ganze zu inszenieren, ne? Also mit dem, was Sie eben schon gesagt haben, wie Sie es im Osten gelernt haben. Das ist wahrscheinlich ein großes Fund gewesen. Wenn Klaus-Peter Witt, der viele Serien gedreht hat, der hat dann gesagt, so, Kommando hat Peter, hat sich seinen Regiestuhl genommen, hat sich
nach hinten versetzt und ich habe die Kameras gestellt und habe gesagt, wo was geschnitten wird, wo was gemacht wird. Und dann bin ich am nächsten Morgen in den Keller gegangen vom Hotel und habe mit der Cutterin oder dem Cutter eben den Grobschnitt für ihn gemacht. Mhm. So, weil da auch eine Kamera dazwischen lief, meinetwegen in Slow Motion oder wo nochmal die Kamera zurücksprang in der Situation, damit sich das dann verlängert. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ja. So, aber das war schon, oder Second Unit, das Team hat bei Fall für zwei irgendwas gedreht und wir haben Autounfall in Verfolgung gedreht. So, und da hatte man eben das Sagen und war auch dafür verantwortlich und hatte 2-3 Kameras mindestens und hat dann natürlich die finanztechnologisch attraktiven Stunts hat man dann selber gemacht, weil warum soll man, ich sag mal, 10 oder 20.000 Mark verschenken an einen Kollegen, weil den sollte man ja natürlich auch ordentlich bezahlen, aber da sagst du, nee, das hast du x-mal gemacht und machst du selber. Kannten Sie sowas wie Angst eigentlich vor den Stunts oder gab es so Situationen, die für Sie besonders heikel immer waren? Nee, es war Respekt. Man wusste, dass wenn was nicht funktioniert, es wehtun kann. Aber da mir nie ernsthaft was passiert ist und ich auch nichts machen würde, wo ich sage, da steigt, ich sag mal, das Risiko auf über 5% an, würde ich nicht gemacht haben, für kein Geld der Welt. Also waren Sie sich tatsächlich immer so sicher, dass nichts passiert? Ich hätte gedacht, richtig, es gab Materialfehler oder beim Drehen sind Sachen entstanden. Also ich habe einen Autoüberschlag in der Schwarzwaldlinie gefahren, relativ schnell, so mit 130 Stundenkilometer bergab in die Wiese rein. Und komme an und die zwei Kollegen, die da waren und vorbereitet hatten, sagen, Peter, der Sitz ist nicht gekommen. Ich kriegte immer von Roccaro. Dann hatte ich eine Firma, die mir Hosenträgergurte lieferte, Uwex lieferte Helme und Roccaro lieferte eben stabilisierte und versteifte Sitze. Mhm. So, und da war keiner gekommen. Und da habe ich telefoniert. Sag ich, Peter, ja, wir hatten, was weiß ich, Deutsche Meisterschaft oder Formel 2, da ist ein Sitz gebrochen, so einen wie du kriegst, und hat dem Fahrer sich in die Niere hinten reingebohrt, so, und hat die praktisch rausgelöst, und deswegen kriegst du den Sitz nicht. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und da bin ich mit dem Seriensitz gefahren, von Ford, habe versucht, ihn zu verspannen und zu stabilisieren. Aber der ist beim ersten Einschlag mindestens 5-mal auseinandergebröselt. Und dadurch haben auch der 6-Punkte-Hosenträgergurt keine Wirkung mehr gehabt. Denn gut, nach vorne kam ich nicht, aber ich flog mit dem Helm gegen die Kameraaufhängung. Die war zwar gepolstert, aber es hat den Helm voll durchgeschlagen. Also hatte ich richtig den Bruch, die Bruchstelle an der Seite. Und da weiß man natürlich, dass das wehtut dann. Und man hat ein Hämatom auf der Schulter und was auch immer, aber nicht so, dass man jetzt schwer verletzt da aus dem Auto gestiegen ist oder sowas. Das war es nicht. Und da waren mal, wir haben mal, ich weiß nicht wann, Krimi, die hatten die Elbbrücken gesperrt und standen so 50 Autos und wir hatten einen Geldtransporter überfallen und ich war allein im Auto und mit den anderen und war praktisch auf der Flucht und merkte, da vorne ist Polizeikontrolle. Und da hieß es eben, okay, auf Kommando, überholst du die ganzen Autos und brichst da durch. Und das funktionierte natürlich nicht, weil, ich sag mal, da sprang zwei Polizisten zur Seite, dann einmal Schranke, wo sie so oft ja Gitter rot-weiß hingestellt hatten, dann standen Polizei und Peterwagen quer und dann hatte ich noch 3 Schrottfahrzeuge aufgestellt, in die ich dann gecrasht bin, wo ich dann festgenommen worden bin. Und da hatten die, das Polizeifahrzeug hatten die wieder ordentlich irgendwie überholt. Der stand sehr hoch in der Luft und ich bin mit einem BMW, habe ich den aus der Fahrspur geschossen und da ist die Kühlerhaube von dem BMW, ist durch die Frontscheibe gekommen und stand, ich sag mal, 20 Zentimeter vor meiner Stirn. Schön, ja. So, bis dahin hatte ich die Kühlerhauben nie befestigt, nochmal extra oder irgendwas. Hm. Ich habe das auch nicht, die fragten dann, können die dich gleich festnehmen im Auto, aus dem Auto holen, wenn du den Crash bewegst? Ja, ich muss mir nur meine Beinschienen kurz abschnallen. Ja, die 3 Sekunden kommt es nicht drauf an, alles klar. Und dann, als ich mir das Auto angeguckt habe, habe ich das erstmal fotografiert, damals mit Polaroid. Und dann bei der nächsten IAA bin ich zum BMW-Stand gegangen und habe gesagt, eure Kühlerhaube, die ist nicht so richtig sicher. Da waren sie ziemlich konsterniert.
Und ich habe mir von da an, habe ich mir immer, wenn ich Autoüberschläge hatte oder Crash, habe ich dann nochmal mit einem massiven Stift und Sperring, habe ich mir im Kotflügel die Kühlerhaube nochmal links und rechts verankert, dass sie nicht nur da verankert ist, sondern nochmal doppelt von beiden Seiten, dass die sich nicht bewegen kann. Und da lernt man eben dann bei jedem Unfall irgendwo was dazu, wo man dann sagt, okay, gut gegangen, aber das musst du verändern. Was haben Sie zum Schluss an den Autos insgesamt verändert? Haben Sie immer einen Käfig reingeschweißt? Den Käfig nicht, weil zu 90% nur Bügel, natürlich auch nach hinten abgestützt und so weiter, weil ich bin immer in Halbliegeposition gefahren, dass ich mit der Schulter unter der Gürtellinie war und hinter mit dem Kopf hinter der B-Säule. Ah, okay. So. Mhm. Und an der B-Säule lief auch der Bügel, also vor meinem Kopf. Mhm. Und wenn das Auto eingeschlagen ist, ist es meistens hat sich in der Luft schon so weit gedreht, dass es auf den Dachkanten oder richtig flach auf dem Dach eingeschlagen ist. Und dann war das Knautschzone. Da flog zwar die Frontscheibe weg, aber es hat abgepolstert. Man hatte zwar den ganzen Dreck auf dem Schoß, was da reingekommen ist und wie auch immer, aber ich habe das nur gemacht, ich sag mal, einmal mit VW Bulli oder mit solchen Sachen, wo man einen Kastenaufbau hat und dann hinten Ladefläche, ein relativ kurzes Führerhaus, dass es das nicht verschiebt, da habe ich dann Käfig rein und da wird der Überschlag aber auch härter. Nicht, weil dann natürlich wenig Knautschzone da ist und. So, und ansonsten haben Sie wahrscheinlich den Tank abgelassen. Natürlich ist da kein Sprit drin, dass nichts brennen kann. Den Tank zu 90% sogar richtig ausgebaut und mit Zusatzbehälter. Am Anfang mal über Scheibenwaschanlage. Da gab es immer so 2-Liter-Behälter mal früher, die direkt vor der Frontscheibe saßen. Und dann habe ich mir aber aus Aluminium so mit Schnellverschlüssen, so dass man die gut befestigen konnte, ich sag mal so 3-Liter-Tanks gemacht und die ich immer hatte und dann gewechselt und da gefahren, dass man ja begrenzt Sprit hat und dass das Auto nicht aus Versehen in Brand gerät und was auch immer. Ich glaube, der Hermann Joa, der ist dafür verantwortlich, dass bestimmte Jaguar-Baureihen im Preis steigen, weil der immer die ganzen Alten da irgendwie verschrottet hat. Ich habe ihn mal irgendwo gelesen. Gab es irgendwelche Favoritenautos von Ihnen, die Sie besonders gerne für Stunts hergenommen haben? Nö, eigentlich nicht. Also, okay, Sie haben also alles geschrottet. Gab es Autos, wo Sie sich geweigert haben? Also hätten Sie so eine Ente, so eine alte, die ja doch relativ weich ist? Oder? Nee, kam nicht auf mich zu. Also mit einer Ente habe ich... Ich glaube, ich bin nicht im Film ein einziges Mal mit einer Ente gefahren. Ich glaube, das billigste Modell war ein Käfer oder so. Okay, na, der rollt ja ganz gut ab eigentlich. So, der musste irgendwo in einen Kieshaufen landen oder sowas. Okay. So, das war ja nicht so spektakulär. Was war der spektakulärste Stunt, an den Sie sich so erinnern können? Im Auto jetzt speziell? Oh, spektakulär waren eine ganze Menge, weil, was weiß ich, Eingangssequenz von Erbe der Guldenburgs, ja, Graf verunglückt eben auch mit dem Jaguar im Gegenverkehr und hebt eben ab und das war schon richtig schnell und mit Explosionen, wie er durch einen Steinhaufen marschiert und hat sich 3-4 Mal mindestens überschlagen und das sah schon gut aus, solche Sachen. Gab es so Stunts, wo Sie unzufrieden waren mit sich und wo Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt nochmal machen und nochmal ein Auto schrotten? Nee, das hat eigentlich immer. Ich habe dann mal irgendwo, da hatte ich Probleme. Ich habe als erster versucht, mir eine Fernsteuerung zu bauen, weil das war auch in der Schwarzwaldklinik. Wollten Sie einen Stunt haben, den ein Schauspieler, der einen Stuntman spielt, ja, im Anlauf nimmt und der kommt nicht aus dem Auto, verhakt sich an der Fensterkurve und hebt dann ab, bleibt im Auto, kommt nicht raus und landet dann, ich sag mal, 30 Meter tiefer in einer Steingrube. Und da wäre, also so wie der Wagen dann noch gefallen ist oder geflogen ist, ist toll geflogen und landete auf einem Felsbrocken. Und der Felsbrocken war so viereckig ungefähr, so ich sag mal 60 mal 60 oder so. Und genau unter dem Fahrersitz. Und der Fahrersitz war so ein Stückchen unter der Decke, weil der, wie festgenagelt, darauf einschlug. Also wenn keiner aus dem Auto rauskommt. So, und dann hat man auch noch so 3 andere Sachen, dass man mit Umlenkrollen arbeitet. Also man setzt vorne einen Erdanker an, was weiß ich, an einer Steinbruch und da setzt eine Umlenkrolle in das Betonfundament, die richtig hält. Und dann fährt man das Auto zurück, stabilisiert und fixiert das Lenkrad.
Beim Zurückfahren schon, da wo der Wagen ist, fährt er wieder nach vorn. Und dann kriegt er unten eine zu kleine oder eine Zughülse wie ein Segelflugzeug. So. Okay. Und dann hängt man das Stahlseil ein, führt das bis vorne zum Abschuss und dann mit dem Geländewagen Allrad rein, hinten nochmal eingeschert, dass die Geschwindigkeit sich verdoppelt. So, und dann fährt man an und dann richtig mit Power und natürlich einen starken Geländewagen, mindestens 3 Liter oder irgend sowas. Und dann kommt das Auto mit 50, 60 Stundenkilometer eben aus dem Steinbruch oben rüber geschossen. Der klingt sich, wenn der dann praktisch über dem Fundament ist und die Öse offen ist, klingt sich das Seil ja aus. Dann fliegt er los. Und dann fliegt er so. Ja. Und da ist auch kein Risiko dabei. Ja klar, da sitzt ja keiner drin. Okay. Da setzt man Dummy rein und da ist gut. Was ist so das Weiteste, was Sie mal im Auto selber geflogen sind, wo man noch drin sitzt? Na, ich glaube so 60 Meter ungefähr. Im Auto oder im Motorrad? Im Auto. 60 Meter? Ja. Gott. Ja gut, ins Wasser. Das war, glaube ich, beim Landarzt so mit gut 100 Stundenkilometer. Hat einer ein Auto geklaut vom Landarzt. War auch ein relativ neuer Volvo-Kombi. Und dann kommt ihnen in der Kurve ein LKW entgegen und da weicht ihm aus und hebt ab und fliegt ihm in die Schlei und schlägt dort eben mit einer Wasserexplosion praktisch, ja nicht Explosion, weil die Wasserfontäne gab es von alleine. Der hatte so Gipfelhöhe etwa 8 Meter. So, und dann schön ausgewogen und es ging schön spitz eben ins Wasser rein, Riesenfontäne. Und dann, Peter, kannst du sitzen bleiben? Ja, ich hatte Tauchgerät mit dem Auto, alles, also Sauerstoff. Und gewartet und dann eben ausgestiegen und wieder nach Hause gekommen. Na, habe ich zu viel versprochen? Das war Peter Hick für heute. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was beim Volvo überraschenderweise bei der Landung ins Wasser kaputt gegangen ist und wie man Explosionen beim Film auslöst, wie die Zusammenarbeit mit Pierre Bries bei Karl May war und wie er aus dem Nichts die Störtebeker Festspiele auf die Insel Rügen gebracht hat, dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Jetzt habt ihr eine Woche, um alte Ein Colt für alle Fälle Folgen anzuschauen. Macht nicht zu wilde Sachen nach und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.